Sei gegrüßt, liebe Serienjunkies. Ja, heute haben wir leider brutal schlechte Neuigkeiten für euch. Denn gestern Abend hat Schauspieler Edin Hasanovic auf Instagram sichtlich geschockt verkündet, dass Netflix keine zweite Staffel von Skylines produzieren wird. Ausschlaggebend dafür seien unter anderem die weltweiten Abrufzahlen gewesen. Puh, also das hat erstmal gesessen. Denn anders als zum Beispiel Dogs of Berlin hatten wir bei Skylines eigentlich nie so richtig Zweifel, dass Netflix die Serie in eine Fortsetzung schicken wird. Gerade weil uns ja auch Serienschöpfer Dennis Schanz bereits im Vorfeld bestätigt hatte, dass die Drehbücher für eine Fortsetzung bereits vollständig vorliegen. Und damit erleben wir dann hier in Deutschland tatsächlich auch das erste Mal, wie eine Serie, die hierzulande richtig eingeschlagen ist, trotzdem gecancelt wird. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Netflix nun mal ein weltweit agierender Streamingdienst ist und man muss an dieser Stelle tatsächlich zugeben, dass die Serie im Gegensatz zum Beispiel zu Dark international gesehen leider kaum wahrgenommen wurde. Rückblickend betrachtet muss man daher sagen, dass dieses Szenario auf einem ausschließlich lokalen Streamingdienst wie zum Beispiel Join, Sky Ticket oder TV Now wahrscheinlich so eben nicht eingetreten wäre. Und so steckt vielleicht in der Absetzung ja eben auch die Chance, dass einer der gerade genannten Streamingdienste die Serie übernimmt und eine zweite Staffel dann produziert. Denn in unseren Augen wäre das für jeden dieser genannten Dienste ein großer Coup, da sie mit einem Schlag eine bereits relativ große Fanbase für sich gewinnen könnten. In den USA gibt es ja solche Beispiele zuhauf und wir gehen tatsächlich hier auch davon aus, dass sich Netflix in diesem Fall nicht auf Biegen und Brechen an die Rechte klammern wird. Wir geben euch natürlich sofort Bescheid, wenn sich dahingehend etwas tun sollte. So, jetzt aber genug von uns. Hier seht ihr jetzt noch einmal die emotionalen Reaktionen von Edin Hasanovic und Perry Baumeister auf die Absetzung. So Leute, eigentlich mache ich ja sowas nicht, während des Fahrens Sachen aufnehmen. Aber bevor es irgendwelche, keine Ahnung. Also ich habe euch was mitzuteilen. Und das sind keine guten Nachrichten, um es mal auszusprechen. Es geht nicht weiter mit Skylines leider und das ist kein Spaß. Ich habe es gerade erst erfahren, vor einer Minute. Ich weiß nicht. Ich will das erstmal euch so mitteilen, ganz unreflektiert. Es geht halt um Zahlen bei Netflix leider immer mehr und offensichtlich weniger um das, was die Zuschauer sehen wollen. Ich bin so ein bisschen geklatscht, weil Big News, Skylines geht nicht weiter. Ich habe gerade das Video von meinem Kollegen von Edin gesehen und will mich irgendwie einreihen, weil ich das cool finde und auch angemessen finde, mich so irgendwie zu bedanken bei den ganzen Leuten, die das so supported haben und weiter gespreadet haben, damit man irgendwie versucht, noch eine zweite Staffel hinzubekommen. Und ich war so berührt davon, wie viele Leute sich da engagiert haben. Und es zeigt uns eigentlich auch so sehr, dass diese Entscheidung fucking falsch ist. So. Wenn ihr Bock habt, dann rafft euch zusammen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich find's gerade beschissen. Sehr, sehr, sehr beschissen. Will euch das aber hiermit einfach mal sagen, dass ihr, weil ihr alle so mitgefiebert habt und so und das verbreitet habt und gepusht habt und sowas vergisst man irgendwie nicht und das sowas ist unabhängig davon, ob es weitergeht oder nicht, das bleibt und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Leider ohne Erfolg, aber ich glaube, da hätten wir machen können, was wir wollen. It's business.